Mit geführten Meditationen lässt du dich von der Stimme eines Meditationsleiters anleiten, in die tiefe Meditation zu gehen. Geführte Meditationen können dir helfen, den Geist besser zu konzentrieren. Mit geführten Meditationen kannst du einfach loslassen und dich anvertrauen. Geführte Meditationen helfen, dass du ohne eigene Anstrengung den Geist in eine spirituelle Schwingung hineinbringen kannst. Es gibt geführte Meditationen, wo die ganze Zeit gesprochen wird. Bei Yoga Vidya machen wir es so, auch bei den geführten Meditationen gibt es immer eine Phase der Stille. Auf unseren Internetseiten yoga-vidya.de/meditation findest du viele Beispiele für geführte Meditationen. Ich werde dich am Ende dieses Vortrags auch kurz in eine Meditation hineinführen. Arten von geführten Meditationen. Zunächst einmal gibt es geführte Meditationen, die in die Bewusstheit hineinführen. Man könnte sagen Achtsamkeitsmeditation. Achtsamkeitsmeditation geführt ist zum Beispiel der Bodyscan, wo du dazu angeleitet wirst, durch die verschiedenen Körperteile hindurch zu gehen. Die Führung besteht daraus, dass zu Anfang gesagt wird, sitze ruhig und gerade, lasse den Atem ruhig fließen. Jetzt bringe deine Aufmerksamkeit in die Zehen, spüre deine Zehen. Gehe mit deinem Bewusstsein weiter, die Füße hoch bis zum Fersen, spüre die ganze Füße. Gehe dann weiter zu den Fußgelenken und die Waden. Also in diese Weise gibt es die Achtsamkeitsmeditation, die dich durch den ganzen Körper hindurch führen oder die dich anleiten, die Bewegungen des Atems in den Nasendurchgängen zu spüren, im Bauch zu spüren oder auch in den Lungen. Also geführte Meditation gibt es als Achtsamkeitsmeditation. Energiemeditation als geführte Meditation. Du kannst gerade im Kundalini-Yoga Meditation nutzen, um Energien zu aktivieren, um Prana, die Lebensenergie, zu aktivieren. Im Kundalini-Yoga sprechen wir von Chakren, von Energiezentren. Und wir sagen, Prana, Lebensenergie, geht dahin, wo der Geist hingeht. Du kannst dabei Bewusstsein lenken, du kannst mit Mantra arbeiten, du kannst mit Visualisierungstechniken arbeiten. So kannst du mittels geführter Meditation große Energien erzeugen. Ein Beispiel für eine geführte Meditation wäre die Sushumna-Aktivierungsmeditation. Du sitzt ruhig, du atmest tief ein und aus. Beim Einatmen stellst du dir vor, dass Energie über die Stirn in dich hineingeht, durch die Mitte des Kopfes, die Wirbelsäule hinunter bis zum Beckenboden-Steißbeinbereich. Beim Ausatmen stelle dir diese Lichtkugel vor, die die Wirbelsäule hochgeht und über die Mitte des Kopfes und die Stirn nach vorne. Einatmen über die Stirn nach hinten, die Wirbelsäule entlang nach unten bis zum Beckenboden-Steißbeinbereich. Gut, das kann man noch sehr viel detaillierter führen. Man kann auch von Chakra zu Chakra gehen, man kann verschiedene Kreisläufe herstellen. Gerade Energiemeditationen profitieren davon, als geführte Meditation angeleitet zu werden. Da musst du nicht nachgucken, du musst nichts auswendig lernen. Du kannst dich in diese Energiemeditation hineinführen lassen. Psychotherapeutische geführte Meditationen. Auch in der Psychotherapie können geführte Meditationen genutzt werden. Du kannst zum Beispiel dir eine Fantasiereise vorstellen. Du kannst dich zum Beispiel führen lassen an einen heiligen Ort. Du kannst dich führen lassen in eine wunderschöne Gegend. Du kannst dich führen lassen in die Tiefe eines Ozeans und dir vorstellen, dass am Ozean eine Schatztruhe ist. Und in dieser Schatztruhe ist etwas ganz Wertvolles. Oder es gibt da die religiösen geführten Meditationen. Zum Beispiel gibt es einige Meditationstechniken mit mir, Reise zu Shiva, Shiva im Himalaya, Reise zum meditierenden Shiva im Himalaya oder auch Reise zum flötenspielenden Krishna in einer wunderschönen Gegend. Da sind jetzt nicht psychotherapeutische, vielleicht sollte ich den nochmal separat behandeln, aber eben mit den psychotherapeutischen Meditationen kannst du in dein Unterbewusstsein gehen, du kannst auf Fantasiereisen gehen
Oder angenommen, du hast immer wieder das gleiche Problem, immer irgendwelche Erinnerungen, die kommen. Du änderst das in deinen Erinnerungen. Wenn du irgendwo ein Gefühl der Hilflosigkeit hattest, kannst du dir vorstellen, du gehst an zunächst gehst du an einen wunderschönen Ort, zum Beispiel in einem See mit Bergen und Wäldern, und du spürst, das ist ein heiliger Ort. Und an diesem heiligen Ort kommt dann die Situation auf, wo du vorher hilflos warst. Und in dieser Situation spürst du alle Hilfe und du spürst höhere Wesenheiten und du merkst, dass sich alles wunderschön auflöst. Also im psychotherapeutischen Kontext sind geführte Meditationen auch sehr hilfreich. Und so kommt der nächste Schritt, religiöse geführte Meditationen. In den einzelnen Religionen dient Meditation auch der Vergegenwärtigung Gottes. So wie ich vorher gesagt hatte, es gibt von mir einige Meditationen eben zum meditierenden Shiva im Himalaya, flötenspielenden Krishna an den Ufern der Yamuna, Fantasiereise zum Elefantengott Ganesha. All das sind schöne, geführte Meditationen, wo du der göttlichen Gegenwart bewusst werden kannst. So kannst du auch Szenen aus der Bibel in der Meditation als Anleitung bekommen und verschiedenes mehr. Geführte Meditation im Vedanta. Vedanta ist die Philosophie des Absoluten. Vedanta sagt, in deiner tiefen Natur bist du göttlich. In Wahrheit bist du eins mit der Weltenseele. Und es gibt geführte Meditationen, die dir das erfahrbar machen. Auch da gibt es einige von mir angeleiteten Vedanta-Meditationen, geführte Meditationen, die dir erfahrbar machen, dass du nicht der Körper bist, dass du eins mit der Weltenseele bist. Geführte Meditationen oder Meditationen der Stille. Langfristig werden die meisten Menschen allein für sich meditieren. Sie werden sich jetzt nicht langfristig mit CD oder mit MP3 oder mit YouTube-Video in die Meditation führen lassen. Langfristig ist es gut, seine Hauptmeditationstechnik zu haben, mit der man allein arbeitet. Aber ergänzend und auch um besondere Erfahrungen zu machen und vielleicht auch besonders am Anfang oder immer dann, wenn du irgendwo feststeckst in deiner spirituellen Praxis, sind geführte Meditationen besonders gut. Und so gibt es ja eben auch von mir mehrere hundert geführte Meditationen im Netz. Du brauchst bloß schauen nach Meditation, Anleitung, Sukadev in Google oder auf YouTube oder eben auch auf www.yoga-vidya.de. Und zum Abschluss eine kurze geführte Meditation. Sitze ruhig und gerade für die Meditation. Wirbelsäule aufgerichtet, Schultern entspannt, Kiefer entspannt, Augen entspannt. Bitte Körper und Geist, während der nächsten 5 Minuten ruhig und entspannt zu sein. Atme ein paar Mal tief mit dem Bauch ein und aus. Einatmen, Bauch hinaus. Ausatmen, Bauch hinein. Einatmen, Bauch hinaus. Ausatmen, Bauch hinein. Und während du tief ein- und ausatmest, stelle dir vor, dass beim Einatmen Licht von oben in den Bauch hineingeht und schicke beim Ausatmen Licht zur untersten Wirbelsäule. Einatmen, Licht von oben über den Scheitel aufnehmen und zum Bauch hinschicken. Ausatmen, Licht vom Bauch zur unteren Wirbelsäule. Stelle dir Licht von oben vor und der Bauch leuchtet wie eine Sonne. Und ausatmen, ein konzentrierter Feuerstrahl zur untersten Wirbelsäule, die anfängt zu glühen und zu leuchten. Einatmen, Licht von oben zum Bauch, eine rote Sonne. Ausatmen, ein Feuerstrahl zur untersten Wirbelsäule, die anfängt zu lodern. Jetzt einatmen von oben hinunter zur untersten Wirbelsäule. Und ausatmen, Licht über die Wirbelsäule hoch zum Scheitel. Einatmen, Licht vorne hinunter bis zum Beckenbodenbereich.
Ausatmen über Steißbein und die Wirbelsäule hoch bis zum Scheitel. Atme so ein paar Mal und folge so dem ganzen Energiekreislauf mit Bewusstheit, mit Licht. Du kannst das auch verbinden mit dem Mantra Soham. Einatmen so, ausatmen ham. Einatmen so, vorne hinunter, ausatmen ham, hinten hoch. Jetzt lasse den Atem sanft fließen und konzentriere dich auf die Scheitelgegend. Stelle dir ein Licht oberhalb des Scheitels vor. Lächle nach oben, spüre Licht nach oben. Fühle dich im Licht nach oben verbunden. Wenn du magst, stelle jetzt dieses Video oder Audio ab und meditiere länger mit der Vorstellung von Licht nach oben. Ansonsten noch eine Minute Stille. Lächle nach oben, Licht oberhalb des Kopfes. Verbundenheit mit Licht von oben, Segen von oben. Und du strahlst und leuchtest Glück nach oben. Genieße diese Erfahrung von Licht und Verbundenheit in der Stille. Atme ein paar Mal tief ein und aus. Dann werde ich dreimal Om wiederholen. Wenn du willst, kannst du mitsingen. Einatmen und Om. 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 Shanti, Shanti, Shanti. Om Bolo Satguru Shivananda Maharaj Ki Jai. Vishnadevananda Maharaj Ki Jai. Auf unserer Internetseite yoga-vidya.de/meditation findest du viele angeleitete Meditationen, viele geführte Meditationen und auch Tipps, wie du allein deine Meditation aufbauen kannst. Am besten lernst du Meditation in einer Gruppe, zum Beispiel in einem Meditationskurs in den Yoga-Vidya-Zentren. Die Adressen der Yoga-Vidya-Zentren wie auch ein Meditationskursleiterverzeichnis findest du auf unserer Internetseite. Oder mach mal ein Yoga- und Meditation-Einführungsseminar mit in einem der Yoga-Vidya-Seminarhäuser oder ein Meditationsretreat. Alle Infos auf yoga-vidya.de.